den Opfern der Justiz den Lebenden zur Mahnung. Es gibt keine Gerechtigkeit, aber ich hoffe auf Fairness. Aktuelles aus der Rahmenbefehlstadt Stuttgart. Was ist in den letzten 3 Wochen passiert? Ich lege mal meinen Rahmen hier ab. Ich hatte mir erlaubt, im August gegen die Frau Merkel zu demonstrieren, als sie zum Thema Energiewende und Diskussion öffentliche hier in Stuttgart war. Ich war laut, ich war provokativ. Jawohl, korrupter CDU, das habe ich durch mein Megafon geschrien und dazu stehe ich auch. Was nicht okay ist, ich hatte prompt einen Strafbefehl mit 1200 Euro wegen Körperverletzung. Angeblich habe ich 3 Leute geschädigt mit Lärmtrauma. Was für ein Megaschatten hat dann diese Stadt? Auf jeden Fall ist das so, dass am 20.02. bei mir eine Hausdurchsuchung stattgefunden hat, wegen dieses Megafons. Sie sind bei mir einmarschiert, morgens um 6, mich aus dem Schlaf herausgerissen. Ich wusste noch gar nicht, was oben und unten ist in dem Moment. Hab mir den Beschluss angeschaut, wo sehr deutlich drin steht, meine Räume und nicht die ganze Wohnung. Wollte meine Anwältin anrufen, was mir nicht gewährt wurde. Letztendlich ist eins passiert, sie haben ein kaputtes Megafon aus dem Keller mitgenommen, was noch nie von mir benutzt wurde. Es war sehr eindeutig, dass das Megafon sich nicht bei mir befindet und ich das nicht herausgeben kann. Nun, 3 Tage danach hat sich der Richter bei meiner Anwältin gemeldet, wollte wissen, wie sie mit mir umgegangen sind, hat wohl klargestellt, dass er das so nicht angeordnet hat. Die Beamte hätten einfach an meine Tür klopfen sollen und die Herausgabe des Megafons verlangen sollen. So haben sie das nicht durchgeführt. Stattdessen irgendwie 5 Leute in Zivil, was für ein Geldverschwendung, die eine Visitenkarte mit Staatsschutz hinterlassen. Ich denke, sowas dient einfach zur Einschüchterung. Der Richter hat das Anliegen geäußert, ob ich das Megafon besorgen kann für die Geschäftsstelle. Das habe ich auch gemacht am 27.02. Am 7.03. ist das Megafon von der Geschäftsstelle wieder freigegeben worden mit dem Anliegen, dass ich das bei der Verhandlung wieder zur Verfügung stelle, was ich auf jeden Fall tun werde. Nun, es gibt einen neuen Termin. Es ist der 3.07. Berufungsverhandlung hier auf dem Landgericht Stuttgart. Was bei der letzten Verhandlung passiert ist, wir hatten 2 Verhandlungstage auf dem Amtsgericht Stuttgart. Am Anfang stand Vorsatz zur Debatte und 1200 Euro Geldstrafe. Nach 2 Verhandlungstage und ewiger Zeit- und Müheverschwendung ist rausgekommen Fahrlässigkeit und 400 Euro. Nein, ich habe nicht fahrlässig gehandelt. Ich handle grundsätzlich verantwortungsbewusst. Ich beleidige niemand, ich verletze niemand. Der Witz ist, die angeblich Geschädigten, man sieht das auf Videos, die ich zu meiner Entlastung vorgelegt habe und Fotos, befinden sich alle in einer Entfernung von 0,5 Meter bis 1,5 Meter von mir entfernt. Direkt vor mir steht Polizei. Ich würde es verstehen, wenn derjenige sagt, ich bin geschädigt, aber keiner ist geschädigt worden. Was nicht okay ist, ist, dass man Entlastungsmaterial vor Gericht einfach so ignoriert und das abtut als Momentaufnahme. Bei Fotos kann man das noch tun. Bei Videomaterial, wo eindeutig die Uhrzeit
zu definieren ist, kann man nicht mehr von Momentaufnahme sprechen, beziehungsweise nur noch Momentaufnahme vom richtigen Moment. Ich bitte die Polizei, ihr Material herauszurücken, damit mehr Entlastungsmaterial da ist. Komischerweise immer ganz viele Kameras unterwegs, aber wenn es darum geht, Beweise vorzulegen, sind keine Beweismaterialien da. Stattdessen hat das Gericht Dinge wie von der Bild-Zeitung in ihrer Akte, 3 Fotos, wo ich einfach so als Porträt mit dem Megafon zu sehen bin. 4.800 Fälle liegen in dieser Stadt auf irgendwelche Schreibtische. Die Bürger in Stuttgart werden kriminalisiert, davon haben wir die Schnauze voll. Wir sind nicht einfach nur dagegen, wir stehen für etwas. Ich persönlich vor allem für die Einhaltung der Grundgesetze, für den Respekt und die Achtung davor, dass ich meine Meinung äußern darf und eine Versammlung wahrnehmen darf, ohne hinterher verletzt zu sein oder eine Anzeige am Hals zu haben. In Hamburg ist die Klobürste eine Waffe, in Stuttgart Fahrrad, in Frankfurt Sonnenbrille und Regenschirm. Der Eisbär und ich sagen, nein danke, keine Rahmenbefehle, nein danke, keine Gefahrengebiete. Ich bitte euch alle darum, dieses Video weiter zu verbreiten, zahlreich zu erscheinen. Es ist eine öffentliche Verhandlung und vor allem eine Einladung an die Menschen aus Medien und Presse. Ich brauche Solidarität, ich will mich nicht kriminalisieren lassen. So. Ich glaube, der zweite war besser.